Schön, dass du da bist. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserem Waldgespräch heute. Und wir heißt der liebe Michael Rupp an meiner Seite. Hallo. Michael Rupp, du bist von Beruf her ein Personal Trainer. Und der Michael hat ein paar Eigenschaften, über die wir heute sprechen wollen. Und das sind Eigenschaften, die ja viele gerne hätten, viele gerne ein bisschen ausweiten möchten, sage ich mal so. Oder aber auch erstmal entfalten. Ja, und da geht es um Eigenschaften, wie zum Beispiel Willenskraft, Ausdauer, Durchhaltevermögen und einfach, ja, Energie, ne? Also selbst seine Energie selber zu bestimmen, ja, wann immer man sie denn gerne braucht. Und das nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen. Und deswegen gleich mal meine erste Frage. Wieso hast du das und woher hast du das? Wieso bist du da in der Hinsicht so, ich sage mal, ausgeprägt? Also dank dem Sport kam ich einfach dazu, weil ich da bestimmte Ziele hatte. Mhm. Hat sich das Ganze einfach so entwickelt. Ja? Also wenn du einfach ein bestimmtes Ziel hast, was du vor Augen hast und das unbedingt erreichen willst, ganz egal, was die anderen um dich herum sagen, und du das wirklich willst, dann erreichst du das. Den Preis dafür habe ich dann halt bezahlt, indem ich dann jeden Tag dafür was gemacht habe. Also jeden Tag irgendwie in ein Ziel investiert. Ja, und wo hast du denn, oder was war der Grund, dass du überhaupt Sport, sage ich mal so, gewählt hast? Was war der Grund oder der Auslöser? Weil ich Rückenschmerzen hatte. Mit jungen Jahren schon, mit 14 hat es bei mir angefangen. Auch durch meine Fehlstellung der Wirbelsäule. Also ich habe Skoliose. Ja. Und die Ärzte konnten mir nicht weiterhelfen. Ja, und da habe ich angefangen, mich selbst zu therapieren. Und es ist dann halt raus geworden, ja. Und ich habe dadurch meine Leidenschaft entdecken dürfen. Okay, und woher wusstest du damals, dass Sport dir als solches dafür helfen kann? Oder wusstest du das gar nicht? Ich habe nur gemerkt, also diese Empfehlungen wie Rückenkurse und so, das hat mir alles nicht geholfen. Ja. Krankengymnastik, das war alles nichts. Und irgendwann bin ich dann glücklicherweise durch einen Freund ins Fitnessstudio gekommen und... Mhm. Ja, ich habe Freude dran entwickelt und habe gemerkt, mein Rücken wird immer schmerzfreier, belastbarer und das ist, ja, so nahm das Ganze seinen Lauf. Ja, ich habe ja selber mal Kinder trainiert in einer Sportart, in einer Einzelsportart und da ist im Prinzip so der größte Antrieb die Freude an irgendwas, die Freude generell. War das auch so? Ja. Ist das wichtig? Ist das... Unbedingt. Also bei mir, also ich hätte das nicht gemacht, wenn ich keinen Spaß an dem Ganzen hätte. Ja. Also für mich ist es auch irgendwie keine Anstrengung. Klar, man investiert erstmal Energie rein. Mhm. Ja, aber du kriegst im Nachgang kriegst du viel mehr zurück, als du rein investiert hast. Ja. Und wer ist da in dir drin, der dich jeden Tag aufrafft sozusagen und dir sagt, okay, ich meine, viele wissen ja, wenn wir erstmal da sind, ist die Freude ja schon immer gerade. Aber wer treibt dich an, dass du jeden Tag aufstehst oder jeden Abend eben nicht auf die Couch dich erstmal schmeißt? Mein Unterbewusstsein. Okay. Das heißt, das hat dich irgendwie, hast du das programmiert so oder? Ja, das habe ich mir halt antrainiert über die Jahre. Ja, okay. Ja. Und das ist auch gut, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie du das gemacht hast. Diese Eigenschaft jetzt, jeden Tag sich sozusagen zu optimieren oder zu überwinden. Das ist jetzt deine Eigenschaft, deine Fähigkeit. Wie kriegen andere Menschen oder so, die das vielleicht gar nicht haben, die vielleicht auch gar keine Freude am Sport haben, trotzdem dahin, dass sie einfach Durchhaltevermögen aufbauen? Also wir reden jetzt auch von Menschen, die nicht, also keinen Sport treiben wollen. Zum Beispiel, ja. Ja, indem man sich Ziele setzt und ein Big Picture hat, wo man hin will. Okay. Und was für Gewohnheiten darf man sich dafür aufbauen, um diese Dinge zu erreichen? Okay, das ist ja auch wieder jetzt die in Richtung Unterbewusstsein, ne? Also, ganz stark, ja. Okay, das heißt... Und ich habe damals, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, also ich habe damals von dem Thema Spiritualität, Unterbewusstsein, davon wusste ich alles nichts. Ja, das ist einfach alles von alleine passiert. Mhm. Ja, und das Schicksal hat sich quasi so gefügt. Mhm. Ja, weil mich halt so mein inneres Ich hat mich da einfach hingeführt.
Also den, aber den Antrieb hattest du, ne? Ja, also diesen Antrieb und die Entscheidung dafür getroffen. Jetzt hat alles nicht geklappt gegen meine Schmerzen. Ja. Jetzt probiere ich was anderes. Ne? Das war also im Prinzip. Auch viel Anerkennung und so weiter, die ich von außen bekommen habe, weil die Leute alle meine Fortschritte beobachtet haben. Und dann wurde ich dann schon ziemlich früh nach Ernährungstipps gefragt. Ich habe mich halt extrem für dieses Thema auch interessiert. Ne? Ich habe jeden Tag irgendwie was darüber gelesen, um mich da weiterzubilden. Ja, in dem Gebiet. Ja. Jetzt bist du ja auch so ein bisschen spezialisiert auf, da haben wir übrigens auch schon mal ein Video drüber gemacht, kannst du gerne mal reinschalten. Bist du auch ein bisschen darauf spezialisiert, sozusagen Anti-Schmerz-Coach zu sein. Ich nenne das jetzt einfach mal so, ja. Das heißt, Menschen zu helfen, die Schmerz haben, weil durch deine eigene Erfahrung, ja. Und aber auch durch andere. Wie, was für Menschen kommen denn zu dir? Was haben die denn? So in der Regel. Ja, Rückenschmerzen. Das meiste ist wirklich Rückenschmerzen. Ja, also darauf bin ich ja spezialisiert. Andere Leute nehmen sich ehrlich gesagt gar nicht mehr an. Okay. Also Leute, die schon Bandscheibenvorfälle hatten, Leute, die oder kurz davor sind, ja, oder einfach Angst davor haben oder Bandscheibenoperationen schon bereits hatten, ja, oder eine bevorsteht. Leute, die dann ständig Schmerzmedikamente nehmen müssen, ja, und die Organe dadurch halt Mitleidenschaft, besonders die Nieren, Leber, ja, das wird ja alles stark Mitleidenschaft gezogen, irgendwie dann Dialyse, das ist ja so alles die weiteren Folgen, wenn man daran nichts ändert. Ja. Und weiterhin die schönen Schmerzmedikamente nimmt, um schmerzfrei zu werden. Ja. Und wie zeigst du den Leuten, dass ein Durchhaltevermögen einfach sinnvoll ist und wie kriegst du die dazu hin, dass die weitermachen? Das ist ja, glaube ich, auch so mit das Entscheidende immer. Ich meine, wir wissen, wir fangen irgendwas an, sind vielleicht kurzzeitig begeistert von irgendwas, aber dann geht es ja trotzdem um das Weitermachen, Durchhalte oder ich sag mal diese extra Meile gehen oder so. Wie bekommst du die Menschen denn dahin? Außer mit Gewalt vielleicht. Nein, aber jetzt auf die nette Art und Weise. Also meine Aufgabe ist ja, die Leute zu motivieren, ja. Und ich nehme halt auch wirklich nur Leute an, die wirklich was ändern wollen, wenn ich das sehe. Ja, die wirklich nicht nur einfach das sagen, weil die jetzt von mir gecoacht werden, sondern die wollen wirklich was ändern. Ja? Okay. Die sind wirklich bereit, diesen Preis zu zahlen. Ja, ja, also das ist wirklich die Voraussetzung generell. Ja, ja. Und dann verändert sich auch was, weil sie gleich eigentlich eine Ursache gesetzt haben. Genau. Damit. Und trotzdem kommt es vielleicht vor, dass einer mal sagt oder die sagen von wegen, nicht weiter, im Moment brauche ich mal und so. Dann erinnere ich die Leute, warum sie überhaupt angefangen haben. Okay. Ja. Also so back to the root sozusagen. Sozusagen, ja. Ja, okay. Aber ich will noch mal auf den Punkt davor, dass die Leute oder wie sie da hinkommen, dass sie sagen, die Entscheidung treffen, passt vielleicht auch zu auf einem Kanal hier, Glück ist eine Entscheidung, dass sie diese Entscheidung treffen. Was glaubst du, wie kriegt man Leute dahin, dass sie eine Entscheidung treffen? Oder wie kriegst du sie dahin? Also das Best-Case-Szenario und das Worst-Case-Szenario auszumalen, ja. Was passiert, wenn du weiter so machst wie bisher in deinem Leben? Ja. Also Worst-Case-Szenario. Ja. Was passiert im Schlimmsten? Was sind die schlimmsten Folgen, die dadurch entstehen können? Ja. Und was passiert dann im besten Fall, wenn du die Entscheidung getroffen hast, wirklich was zu ändern jetzt? Das ist ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, oder? Wenn man es genau nimmt. Ja, aber es funktioniert. Aber das ist ja auch nur im Sinne des Menschen. Ja. Also das heißt, auf der einen Seite die Angst, Motivation oder einfach das, die eventuelle Realität vor die Augen führen, aber auch gleichzeitig, dass der andere merkt, was für Erfolge er haben kann. Ja. Ne? Okay. Und wie viele Leute springen ab bei sowas? Also eigentlich keine. Also die ziehen durch. Okay. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an dir, wenn sie erstmal bei dir sind. Ne? Ja. Also ja, ich kenne dich jetzt schon ein paar Tage. Du lachst immer so, aber er kann auch sehr hart sein. Nein, Quatsch, übertrieben. Aber es ist wirklich in der Tat so. Also Durchhaltevermögen, wie bringst du sie dazu? Das heißt auch da wieder immer wieder zu erinnern, was schlimmstenfalls passieren kann und aber auch die Erfolge aufzeigen. Ne? Unbedingt. Ja. Auch also im Sinne von Bildern, um das jetzt mal ganz subjektiv zu machen, wie ich das angehe. Ne? Also werden regelmäßig Bilder verlangt, damit der Klient und ich die Fortschritte sehen. Ja. Weil wenn man sich selbst jeden Tag im Spiegel sieht, dann nimmt man das nicht mehr so wahr. Mhm. Also diese kleinen Zwischensteps sind ganz wichtig. Ja? Ja. Und sich dann halt auch, wenn man das möchte, also das verlange ich eigentlich auch, ja, dass man quasi Ernährungstagebuch führt. Weil dann
macht man diese ganzen Dinge, also mit der Ernährung, viel bewusster, wenn du die Sachen aufschreiben musst. Ja. Das ist genauso wie Erfolgsjournal, wenn du die Dinge aufschreibst, dann tust du eigentlich alles dafür, um möglichst viele Erfolge da reinzuschreiben am Abend. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund, genau. Ja. Wer schreibt, der bleibt. Ja, du nimmst die Ernährung viel bewusster zu dir. Mhm. Ja, du achtest einfach mehr auf dich, diese Selbstwertschätzung auch. Ja. Ja. Weil was für ein Selbstwert habe ich denn, wenn ich den ganzen Tag nur verarbeitete Lebensmittel in mich reinstecke? Ja. Also das heißt wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Was kommt auf Dauer dabei heraus? Ja. Ne? Achtsamkeit, ganz wichtig. Mh. Und dann die andere Seite aufzuzeigen, einfach, was die gesunde Ernährung eigentlich wirklich bewirken kann. Ja. Ne? Ja. Da bist du ja genauso selbstdiszipliniert in der Richtung, wie du auch bei dem Sport als solches bist. Und bedeutet das eigentlich, dass man auch in der Ernährung so immer nur Verzicht üben muss? Oder wie ich sag mal in Anführungsstrichen, verkaufst du das demjenigen dann? Also ich würde nie eine Ernährungsform empfehlen, also generell auch keine Diät. Weil eine Diät wird immer in Verbindung gebracht mit Verzicht. Oh nein, du musst auf was verzichten. Das möchte ich nicht. Ja? Ja. Und da hast du so einen inneren Dialog mit dir. Ja? Ist das jetzt richtig? Wie lange kann ich das durchhalten? Du zweifelst dann automatisch. Viele. Ja. Es hat noch nie und bewertest dich dann immer aufgrund vom Vergangenen, weil du das noch nie lange durchgehalten hattest. Mhm. Und dann ist es alles schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Du gehst also über die bewusste Essensschiene, ne? Ja, und vor allem sollte es halt eine Ernährungsform sein, wo er sich auch bewusst auch mal was gönnt in der Woche. Ja, wenn er jetzt auf Geburtstag eingeladen ist oder wo auch immer, dass er auch flexibel bleibt bei der Ernährungsgestaltung. Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Mhm. Er sollte halt einfach nur, also ich mache das immer gerne nach dem 80-20-Prinzip. Ja. Ja, 80% der Lebensmittel sollten möglichst natürlich sein, ja, und 20% das, was du willst. Ja, ja, ja. Gilt ja im Prinzip auch wie für alle anderen Lebensbereiche auch dieses 80-20-Prinzip. Pareto, ja. Genau, kann man eigentlich immer ganz gut anwenden. Was machst du denn mit Menschen, die jetzt nicht so schnell Erfolge sehen für sich selber? Und da haben wir ja schon gesagt, da kannst du wieder aufzeichnen und das Back to the Roots und warum. Was kann man denn noch machen? Es gibt ja immer mal wieder den einen oder anderen oder die eine oder andere, die eher der Typ ist, die schneller enttäuscht sind oder und dann die Erfolge nicht wirklich für sich selber wahrnehmen wollen oder sehen wollen. Was kann man da machen? Ein bisschen radikaler rangehen. Okay. Also nicht körperlich, nicht falsch verstehen hier bitte. Also, das heißt, die Ziele höher hängen oder was meinst du konkret damit? Ja, also das Kaloriendefizit, also damit man abnehmen kann, zum Beispiel einfach mal von heute auf morgen einfach mal 500 oder 1000 Kalorien weiter runter geht. Okay. Ja. Und dann guckt man mal, was auf der Waage passiert. Ja. Oder man macht halt einfach mehr Cardio zum Beispiel, zum Krafttraining dazu. Und wenn einer Schmerzen hat, also jetzt nicht Ernährung oder abnehmen will, sondern eher Schmerzen hat und die lassen auch sind ein bisschen hartnäckiger. Und was kann man tun, damit man die Hoffnung nicht verliert bei den Dingen? Was kann man tun, damit man die Hoffnung nicht verliert? Ja, einfach. Das ist eine gute Frage. Ja. Vielleicht die Wiederholung, ne? Also das Weitermachen, dieses. Wie am Ball bleiben, jeden Tag was dafür tun. Ja. Einfach. Ja. Und. Also. Alle Leute haben ja schon innerhalb von der ersten Stunde bei mir, haben die schon quasi, die spüren die Ergebnisse. Okay. Also wenn die also akute Erfolg, Schmerzen haben, sind die dann schmerzfrei. Ja, das bedeutet also immer wieder an die Erfolge wirklich erinnern. Ne? Ja. Und wenn sie vielleicht jetzt gerade mal heute oder morgen oder übermorgen nicht da sind, dann einfach an die älteren Erfolge erinnern, dass wir sie auch sozusagen bewusst wahrnehmen können. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und wir wollen euch noch mal ganz kurz hier diese wunderbare Umgebung zeigen, wo wir hier sind in unserem schönen Waldgespräch mit dem lieben Michael. Durchhaltevermögen, Antrieb. Wenn jetzt jemand nicht so einen Antrieb hatte wie du, das heißt, du hast ja einen richtigen Grund gehabt, irgendwas zu tun. Großer Schmerz. Genau, großer Schmerz. Gibt aber auch viele Menschen, die haben gar nicht so einen großen Grund.
Wie verkauft man denen denn, dass sie sich trotzdem gerne bewegen dürfen? Umso älter wir werden, desto wichtiger wird es für die Lebensqualität, ja. Weil der Körper baut ja, das ist auch alles schon wissenschaftlich erwiesen, ab 30 baut der Körper ab. Ja, und wenn du dann nichts dagegen tust, ja, ich bin 52. Wirst du automatisch übergewichtiger, ja. Die Knochendichte baut ab, Der Hormonenhaushalt ist nicht mehr so wie beim 20-Jährigen. Aber man kann Sport, kann man komplett durch Sport alleine, also wenn man weiß, was man macht, kann man komplett das Leben lang schmerzfrei sein und bis ins hohe Alter noch voll beweglich sein, Fahrrad fahren und nicht am Rollator hängen oder was auch, oder im Rollstuhl sitzen. Ja, man hat im Endeffekt alles selbst in der Hand. Und allein deshalb, ja, wir haben nur diesen einen Körper, diese Wertschätzung für sich selbst, wenn man sich das selbst wert ist. Ja. Einfach was zu ändern. Ja. Ja, also würdest du. Ja. Vor allem, wenn man Kinder hat, ist das Ganze, glaube ich, noch stärker, weil keiner hat, glaube ich, da so ein schönes Bild oder Vorstellung davon. Also je nachdem, ob derjenige jetzt schon Kinder hat oder nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt ein Kind hast, beispielsweise 10 Jahre, der will Fußball mit dir spielen, Junge oder Mädchen, ist ja egal. Ja. Und du schaffst es nicht hin. Ja. Also du schaffst es einfach nicht von der Kondition oder weil du einfach überall Schmerzen hast. Das ist keine schöne Vorstellung. Viel angenehmer ist es, denke ich, wenn man wirklich mit dem Kleinen dann auch wirklich sich austoben kann, ja, und ihm ein bisschen was bieten kann. Weil das Kind hat ja auch extrem viel davon. Ja. Also was wir damit sagen wollen, wenn es nicht für dich ist, dann mach es für deine Lieben einfach. Genau. Genau. Wie viel ist denn davon abhängig? Wir kennen ja so wunderbare Sprüche wie der Erfolg beginnt im Kopf. Ne? Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube Boris Becker oder so, irgendjemand. Also wie viel ist denn von all dem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, ist denn Kopfsache generell? Also wie viel passiert denn da erstmal im Kopf oder muss im Kopf passieren? Ja, zu Beginn würde ich erstmal sagen, alles. Ne? Also der Gedanke muss ja erstmal da sein, was zu ändern. Mhm. Und dann die Entscheidung, ja. Ja, und wenn man dann einfach mal anfängt, also eine Ursache dann auch richtig setzt, also ins Handeln kommt, vom Gedanken mal abgesehen, man kommt dann einfach ins Tun. Ja, und dann, wenn man weiß, wenn man dann auch ein Ziel hat und so weiter, Also das Wofür ist schon ausschlaggebend. Ja, auf jeden Fall. Wofür mache ich das? Also die Sinnhaftigkeit. Ne? Ja. Wofür mache ich das überhaupt? Ja. Ja, das ist doch schön. Ja. Und ich würde sagen, das ist auch ein wunderbares Schlusswort. So, wenn jetzt der eine oder andere sagt, okay, ich habe diese Voraussetzung und möchte genau mit ihm hier gerne etwas näher zu tun haben, zu trainieren, ob das mental ist oder körperlich, was ist denn dein bestes Einfalltor? Wie kann man denn am besten, schnellsten mit dir irgendwie Verbindung aufnehmen? Wo ist das gut? Am besten über Instagram. Über Instagram. Und da heißt du wahrscheinlich, wie du heißt. Ja, fast. Also Michael Rupp Official. Okay, alles klar. Facebook, Website und so weiter habe ich natürlich auch. Handynummer. Das können wir ja dann unten alles verlinken. Ja, jetzt bist du aber nicht nur für den Otto-Normalverbraucher unterwegs, sondern bietest dich auch sozusagen oder machst so Kooperation mit Unternehmen und so. Das heißt, die können sich auch gerne, wenn das jetzt einer sieht, auch gerne an dich wenden. Das heißt, du machst dann sozusagen Programme oder auch Einzeltraining für die Mitarbeiter, ne? Genau. Ja, okay. Seminare in den Firmen geben. Ja, okay. Ja, die Leute ein bisschen aufklären, was man tun kann, ja. Um seltener krank zu sein, mehr Lebensqualität zu haben, schmerzfrei zu sein am Arbeitsplatz. Ja, wenn du keine 3 Stunden schmerzfrei auf dem Bürostuhl sitzen kannst, dann... Weil das ist ja wirklich das meistverbreiteste Leiden, was die Menschen haben, das Rücken. Und das kommt halt in der Tat durch das Falsche oder durch das Sitzen generell. Durch zu viel Sitzen durch einfach, zu viel, der durch Ausgleich zu viel, fehlt. Durch zu viel Sitzen. Ja, das ist ja schön. Ja, auf jeden Fall. Ist auch hier sehr effektiv. Ich kann das auf jeden Fall auch bestätigen. Und jetzt sagen wir ganz einfach, ja, Bewegung ist immer gut und hab vor allem dem Spaß dran, oder? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn du dann noch einen guten Grund hast, dann... Wenn du keinen Spaß an der Sache hast, dann bleibst du nie langfristig dran. Ja. Vergiss es. Genau. Also meine Meinung. Ja. Und einfach einen Sport dann zur Not, in Anführungsstrichen, einen Sport aussuchen, der halt Spaß macht. Ja. Ne? Weil es gibt auf jeden Fall für jeden etwas. Ne? Ja, in dem Sinne, dann erstmal viel Spaß beim Bewegen und
generell und nimm Kontakt auf mit dem Michael. Wir sagen lieben Dank. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like es, abonniere auf jeden Fall den Kanal, damit du weitere Videos nicht verpasst. Tätige die Glocke und schreib mal deine Erfahrung drunter, was wir hier gerade so besprochen haben. Dann sage ich danke für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein durfte. Und für euch alles Gute, ne? Lasst euch gut ergehen. Tschüss. Ciao, ciao.